Ja. Ja, danke dir, Basito, dass du dich bereit erklärst, über deine Erfahrungen im spirituellen Bereich in Verbindung mit Business Ja, mit mir dich auszutauschen. Ja? schauen wir mal, ob sie am Ende auch noch bedankt. Ja, erstmal möchte ich auch die Zuschauer willkommen heißen vom Spirituellen Business Kongress von Maintal. Okay, dann geht's jetzt los. Meine ja, Einführung sozusagen ist eigentlich die, du bist ja so eine Art Vorreiter im Bereich, zumindest mit den neuen Medien, die Menschen zusammenzuführen, die spirituellen Lehrer. Also du hast so ein ganz wichtiges Portal geschaffen, das heißt Jetzt TV, wo jeder spirituelle Lehrer, wenn er jetzt, sag ich mal, sich anständig benimmt zumindest, also es gibt da, glaube ich, auch welche, wo du gesagt hast, nee, so geht das nicht, aber im Großen und Ganzen jeder auch beliebig viel Material bei dir einstellen kann, beziehungsweise dir anbietet und du nimmst das ungeniert sozusagen auf, unabhängig von Qualität oder Glaubwürdigkeit, so im Großen und Ganzen. Ja, also erstmal zum Vorreiter. Also das scheint so, es sieht so vielleicht aus für jemand, der es von außen beobachtet, aber für mich war es einfach, ich habe einfach das getan, worauf ich Lust hatte und was für mich stimmig war und wo sich die Möglichkeit ergeben hat. Ich habe also da nichts an nichts gedacht. Also ich wollte damit eigentlich nichts erreichen, außer das zu machen, was stimmig und richtig war. Wie lange gibt es jetzt TV Im denn schon? Herbst 10 Jahre, genau. Na, das ist schon ein Vorreiter, würde ich sagen. Ja. Und jedenfalls orientieren sich sehr, sehr viele Menschen an an deiner Plattform, ja. Hast du eine Hausmarke wie gut, dass besucht wird? Beobachtest du das? Wir hatten früher mal Google Analytics, das haben wir aber dann abgeschafft. Also damals hatten wir 2 Millionen Klicks im Jahr, aber das ist schon lange her, das ist schon etliche Jahre wieder her. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe zusammen auf den YouTube-Kanälen 2.500 Follower, also Leute, die anscheinend regelmäßig da drauf gehen und sich das angucken. Aber irgendwie, das spielt für mich gar nicht so eine Rolle. Also ich gebe das, ich stelle das ins Netz, die Sachen, und was damit passiert und wie viel Echo das hat, ist mir eigentlich egal. Also das kann ich eh nicht beeinflussen. Also außer, dass ich es das natürlich alles so gut und so schön mache, wie ich kann. Also das ist einfach, ja, weil es einfach Spaß macht, Sachen gut und schön und richtig zu machen und funktionieren. Eins von den Themen, wo wir drüber sprechen wollten, ist ja Berufung. Und ich weiß nicht, ob du darauf Ja. hinaus willst. Ja, also da würde ich gern was drüber sprechen, weil viele Menschen sagen mir, ja, du hast deine Berufung gefunden und du machst das und das mag stimmen. Aber ich sehe Berufung eher so, dass eigentlich ist es der Ruf, hier und jetzt das Richtige zu machen. Das, was einfach im Moment dran ist. Und das ist eigentlich total unabhängig davon, was da rauskommt und wie andere das finden. Also mir ist es eher, wie soll ich sagen, ja, wenn ich immer so höre, das ist so gut und ja, und Lob und Dank und Anerkennung, aber irgendwie ist das, sind das ja Sachen, temporäre Sachen, ne? Die mögen im Moment ganz angenehm sein, aber das ist nicht wirklich was Nährendes, finde ich. Was wirklich nährend ist, ist das zu tun, wo das Herz für schlägt, einfach. Das muss nach außen nichts Großes sein, ne?
Also das ist einfach das, was im Moment stimmig ist. Und ich finde, die Leute sollten auch nicht danach suchen, sondern sie sollten einfach leben, das, was da ist. Der Berufung ist einfach der Ruf des Moments. Der Ruf des Moments, ich selber zu sein, bewusst zu sein, lebendig zu sein, das zu fühlen, angstfrei oder eben auch mit Angst das zu tun, was irgendwie getan werden will. Schließt das auch solche Überlegungen vielleicht mit ein, das auch mal wieder aufzugeben, aufzuhören? Und anderes, also dass ein anderer Weg sozusagen für dich angesagt ist? Ganz selten, also ganz selten. Ich hatte letzten Herbst, da ging es mir gesundheitlich nicht ganz gut und so, und da hatte ich das Gefühl, das wäre doch schön, wenn ich jemanden finden würde, der sich da auch mit mir mehr engagieren würde. Ich habe zwar Helfer, aber jemand, der da vielleicht wirklich reinwachsen könnte, irgendwie auch ein junger Mensch. Und da war eine kleine Hoffnung, dass sowas passiert. Aber das, ja, irgendwie hat es dann doch nicht so gestimmt für den beziehungsweise diejenige. Und das war auch okay. Und nachher habe ich gemerkt, es war eigentlich das Gesamtpaket, nämlich was ich sonst noch alles gemacht habe, dass das zu viel war. Wie die anderen Sachen von der Lebenssituation gerade was weniger wurden, hat jetzt TV auch wieder total Spaß gemacht, ne? Also das Gesamtpaket, was alles an täglichen Anforderungen auf mich zukommt, da muss ich halt aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Es hängt ja vielleicht auch damit zusammen, du hast dich ja dafür entschieden, kein Geld zu nehmen, beispielsweise für das Einstellen oder keine Werbung zu schalten, jetzt außer im spirituellen Bereich Leute anzukündigen, wenn sie Events haben, aber auch kostenfrei. Ist das jetzt dein Weg oder würdest du sagen, das sollte grundsätzlich so sein im spirituellen Bereich? Also ich kann ja nur für mich sprechen. Mein Weg ist es auf jeden Fall. Ich habe schon mehrmals geäußert und darüber gesprochen, dass mein Ideal ist die Schenkungsgesellschaft, wo die Vision dahinter ist, dass es einfach ein total schönes Zusammenleben sein müsste, wenn kein Geld mehr fließen müsste, wenn nicht diese Aufrechnerei, du machst das und du machst das und du kriegst dafür so viel, und es wird unheimlich viel Energie frei werden, wenn die Menschen einfach das geben würden, was sie geben wollen, und da nur das nehmen, was sie wirklich brauchen. Und ich bin mir sicher, dass das Leben das bereitstellen würde. Also das wird passieren, das wird funktionieren. Aber da gehört halt eine ganze Menge Vertrauen hinzu, ne? Und im spirituellen Bereich ist es nochmal extra so, dass ich glaube, in den meisten Traditionen früher war es so, dass Geld oder Geschenke immer freiwillig waren, ne? Dass also was dem spirituellen Meister gegeben wurde zum Beispiel, oder das war immer freiwillig, und das war eben ein Geschenk oder eine Spende, und ja, ich finde das einfach schön und ich versuche das zu leben, aber ich mache das nicht. In dem Sinne, wenn das Leben das nicht unterstützen würde, dass ich durch andere Möglichkeiten, durch andere Gegebenheiten mich nicht so um meinen Lebensunterhalt bemühen muss, dann könnte ich das auch nicht. Ich weiß auch, ich sehe auch ein, dass das vielleicht nicht für alle so passiert, aber für mich passiert es so, und für mich ist es ein Genuss und Vergnügen, die Sachen frei anzubieten. Und es gibt eine Riesenfreiheit für mich, weil wenn ich was frei anbiete, bin ich quasi auch niemandem etwas schuldig, ne? Also ich gebe, was ich geben möchte, und ja, und das ist es einfach. Und wenn das irgendwie nicht geht oder nicht stimmig ist, dann, wenn das dann nicht passiert, ist es auch okay. Dann kann keiner eine Forderung an mich haben. Hast du den Eindruck, dass dieser Lebensentwurf vielleicht auch, also es klang so durch, dass es so eine Utopie oder eine Vision von dir ist, dass eine Schenkungsgesellschaft, wie du es nennst, vielleicht
auch nicht allzu ferner Zukunft möglich wäre oder anzustreben wäre. Wie ist deine Einschätzung da? Das Schöne ist an der Schenkungsgesellschaft, dass man die immer schon leben kann. Das ist das Schöne. Weil in dem Rahmen, wie wir jetzt leben, kannst du eben auch Sachen verschenken. Wie zum Beispiel, wie ich zum Beispiel meine Arbeit für Jetzt TV. Oder man kann ehrenamtlich arbeiten unter bestimmten Voraussetzungen. Also man muss nicht drauf warten, dass das irgendwann im größeren Rahmen passiert, sondern es kann einerseits die Vision dastehen, dass es mal im größeren Rahmen passiert mit vielen Menschen oder allen Menschen. Und andererseits kann man es schon leben, indem man einfach das gibt, was man geben will, ohne danach zu fragen, was zurückkommt oder ob was zurückkommt. Und dann zeigt das Leben schon, nee, das funktioniert nicht. Du musst sorgen, dass Geld reinkommt oder das Geld kommt rein, was benötigt ist oder ist da. Du hast ja wahrscheinlich aber auch Kontakt dann zu Menschen, die anders ticken, sage ich mal, ja, die eher auf dem Geben und Nehmen sind. Kommt es da zu Konflikten? Also wenn sie sagen, lass uns was zusammen machen, aber wenn ich das einbringe, dann musst du das machen. Lässt du dich auf sowas ein oder sagst du, nee, also das mache ich grundsätzlich nicht? Nee, ich habe nicht den Anspruch, dass andere ähnlich oder genauso leben wie ich oder auch nur die gleiche Einstellung hätten. Also jeder muss für sich schauen und wie seine Lebenssituation ist. Und ich muss halt nur schauen, wie weit das für mich zusammenpasst oder wie man es machen kann und praktisch regeln kann, dass es zusammenpasst. Wenn das zusammenpasst, wenn das zusammengeht, dann ist das überhaupt kein Problem für mich. Dennoch habe ich bei dir so den Eindruck, das ist auch ein gewisses gesellschaftliches Statement, was diese Haltung, die du hast. Und auf deinem Portal Jetzt TV gibt es ja auch nicht nur spirituelle Lehrer, die gezeigt werden, sondern Menschen wie Bernd Senf, die sich halt mit, ich sag mal, weltlichen Dingen wie den Finanzmärkten und so beschäftigen, haben auch ihre Bühne bei dir. Inwiefern verstehst du dich als politischer Mensch? Ich meine, wie wir handeln, hat irgendwie immer politische Folgen. Also allein wie wir wählen oder ob wir nicht wählen, wir können da nicht raus. Und ich finde, Veränderungen kommen am besten friedlich. Und wie jetzt die Gesellschaft organisiert ist, kommen Veränderungen eben zum Teil eben auch oder können kommen über die Politik. Und von daher finde ich es auch wert, mich da zu engagieren. Also ich bin nicht jemand, der grundsätzlich ablehnt, sich politisch zu engagieren. Es gibt ja Leute gerade aus dem spirituellen Kontext und ich halte das nicht für sehr intelligent. Ich sehe ein, dass das nicht jedem liegt, sich in eine Partei zu gehen oder also auch darin zu arbeiten oder bestimmte Sachen zu propagieren und zu erklären. Das ist klar, jeder nach seinen Fähigkeiten und Neigungen. Aber wer irgendwie durchschaut die gesellschaftlichen Strukturen, die Machtstrukturen, vor allen Dingen das Finanzsystem, wer das durchschaut, finde ich, hat so ein ganz, ganz bisschen Verantwortung, das auch zu kommunizieren, ne? Weil das so nebulös angelegt ist, so verquickt alles, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, das zu durchschauen. Hast du den Eindruck, dass das in der Praxis, sage ich mal, theoretisch ist das vielleicht einfacher, aber in der Praxis auch überhaupt möglich ist, diesen Weg des Erwachens und der Herzensintegration, also den Erleuchtungsweg zu gehen,
Und gleichzeitig sich auch mit in solchen Feldern zu bewegen, wie in der Politik oder in der Wirtschaft, wo es doch ja oft sehr knallhart und sehr mental gesteuert zugeht. Sind das nicht Energien, die dann einen mehr oder weniger ja, zwangsläufig überfordern müssen? Das kommt auf den Einzelnen drauf an, ne? Also ich kann es im Grunde nicht beurteilen, weil ich bin zwar in einer politischen Partei, aber ich bin da nicht aktiv, weil ich mit JetzTV total ausgelastet bin. Ich kann nicht sagen, wie es ist. Also ich weiß es nicht für mich, weil ich es nicht mache, und ich weiß es auch nicht für andere. Ich weiß nur, es gibt welche. Es gibt Menschen, die spirituell ausgerichtet sind, spirituelle Lehrer sind oder waren und jetzt auch politisch, eventuell auch nur im kleinen Rahmen, aber aktiv sind. Also da müsste man die fragen. Wie hast du eine Idee, eine Vorstellung, wie könnte eine aufgewachte Gesellschaft aussehen? Was wäre anders? Naja, das ist, da wäre so viel anders. Also, wobei aufgewacht oder nicht aufgewacht, ich finde einfach Menschen, die sie selber sind, die ihr Leben leben und darum glücklich sind. Und ein glücklicher Mensch zieht nicht in den Krieg, der wird sich dagegen wehren. Und wenn das die Mehrheit wäre, dann gäbe es keine Kriege mehr, zum Beispiel. Oder ein Mensch, der wirklich er selbst ist, der meinem Gefühl nach wird er nicht versuchen, andere zu übervorteilen, sondern der wird geben und nehmen und ja, und hat Mitgefühl für die anderen Menschen. Ja, ich stelle mir vor, dass es wäre, also es gibt ja Bücher, wo so, solche Visionen beschrieben werden, und es wäre vieles, vieles anders. Aber wie es dann wirklich ist, müsste man gucken, ne? Also das Leben ist so unberechenbar und unbestimmbar, und wer weiß, ne? Du warst ja auch mehrere Jahre beim Forum Erleuchtung, nicht? Was Rainer und ich organisiert haben hier in Berlin, und hast so erlebt, wie Menschen, ich nenne es jetzt mal insbesondere die Lehrer, die dann da vorne auf der Bühne sitzen und dieses Erwachenserlebnis haben, vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen oder so. Diese Verankerung scheint aber da zu sein. Aber dennoch ist es sehr hoch hergegangen. Also viel Auseinandersetzungen, Konflikte und was ist dein Eindruck? Widerspricht es dem spirituellen Weg, so diese, ja, diese Art, Konflikte auszutragen, oder ist das eigentlich natürlich? Also für die Leute, die da mitgemacht haben und wo das dann war und nach außen so aussah, war das natürlich, sonst wäre es nicht so gelaufen. Aber ich denke, das hängt damit zusammen, wer das ist. Ich glaube, da waren auch viele, die doch relativ noch am Anfang vom spirituellen Weg waren. Und ich habe das Gegenbeispiel jetzt, Sharing Non-Duality, zum Beispiel dieses Jahr, wo 11 Lehrer vorne zusammengesessen haben und sich ausgetauscht haben, beziehungsweise auch Satsang gegeben haben für die Besucher. Und das war sehr, sehr harmonisch, ne? Da gab es keine Auseinandersetzungen. Die waren einfach darüber hinweg, sich über Worte zu streiten und Formulierungen und Konzepte. Also ich denke, das kommt ganz auf die Menschen an, ne? Wer da zusammenkommt. Hast du den Eindruck, dass Konflikte ein
Hinweis darauf sind, dass da Themen nicht erlöst sind, oder ist das einfach ein natürlicher Ausdruck des Seins, dass Konflikte auftreten? Es ist natürlicher Ausdruck des Seins, dass Themen nicht gelöst vielleicht sind. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, wie das Leben spielt, also was alles wo dahinter ist, ob da, was da alles mitspielt, was eben passiert, das passiert und was sich zeigt, das zeigt sich, ne? Und ja. Ich finde, man kann einfach nur zu allem Ja sagen. Und das heißt nicht, dass man dann bei allem dabei sein muss oder mitmachen muss, aber man muss immer für sich selber gucken, wie weit man damit zu tun haben will. Aber es zeigt sich einfach, was sich zeigt. Passt da aus. Also Ja sagen im Sinne, es ist, was ist, und Genau. das zu akzeptieren oder Ja. zu sehen, hinzuschauen. Und sobald ich aber einen Bezug zu mir herstelle, habe ich schon die Wahl, mich damit zu verbinden oder nicht. Ja, oder Ja. mich zu distanzieren oder wegzugehen. Ja, das kann erscheinen, als wenn ich dann eine Wahl hätte, das zu tun. Das kann so erscheinen. Ja. Wobei die alte Auseinandersetzung, also aus einem absoluten Blickwinkel gesehen, passiert auch das dann wieder nur, ne? Aber es kann mir selber so erscheinen und auch jemand anders natürlich, als hätte ich dann eine Wahl und würde mich dann entscheiden, nee, dann gehe ich lieber raus. Das sehe ich und höre ich mir und gucke ich mir nicht an. Also, ja. Wie erlebst du das, wenn im Außen Konflikte halt auftreten, zwischen Menschen oder situativ irgendwie? Sind das immer deine eigenen inneren Konflikte, oder gibt es Konflikte im Außen, die in dir nicht, also eigentlich keinen Bezug haben? Also was passiert, ist einfach das Theater des Lebens, das spielt. Wie weit das jetzt in mir was triggert und was auslöst, das hat dann mit mir zu tun, ne? Aber was so passiert, das Leben spielt einfach. Das Leben liebt Tragödien, sonst hätten wir nicht so viele, ganz bestimmt, ne? Haben diese Tragödien eine Funktion? Ich glaube, das Leben hat überhaupt keine Funktion. Das Leben lebt einfach. Das Leben, die einzige Funktion des Lebens ist zu leben. Und die Funktion der Tragödie ist, tragödisch zu sein. Siehst du eine Art Entwicklung innerhalb des Lebens, also ich sag mal im Sinne von Evolution oder Bewusstwerdung oder Entfaltung, oder ist das einfach ein Spiel, was sich im Kreis dreht oder spiralförmig oder irgendwie beliebig läuft? Also ich sehe, das Leben leben will. Das Leben will erblühen. Also es ist ja bei jedem Menschen, bei jedem Tier, bei jeder Pflanze, jeder versucht sich zu entfalten und lebendig zu sein und zu überleben und mehr noch, nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu erblühen. Und ich denke, das ist auch, das Bewusstsein will auch erblühen und sich öffnen und größer werden. Aber in welchem Zeitrahmen das passiert, das können wir nicht verstehen, ne? Also das geht über unsere Grenzen, das zu verstehen und zu beurteilen. Sind das jetzt räumliche und zeitliche Dimensionen, diese Grenzen, die du meinst? Also, oder erlebst du die Welt auch so, dass es feinstoffliche Wesenheiten wie Engel oder Außerirdische oder weiß ich was gibt, die hast du da einen Zugang oder ein Erleben von? Also das ist witzig. Also ich sehe, es gibt Menschen, die haben dieses Erleben. Und witzigerweise, wenn ich mit diesen Menschen oder mit einem so einen Menschen in Kontakt bin, dann kann ich das total nachvollziehen und es ist fast so, als hätte ich das auch so. Also es kann sogar sein, dass es auf mich abfärbt.
Aber wenn der Kontakt mit solch einem Mensch irgendwie abreißt oder im Moment nicht gegeben ist, dann vergesse ich das einfach wieder. Also das ist, ich kann es total akzeptieren und habe dann das Gefühl, ich bin offen und ah ja, und das stimmt und das kann man so sehen und es ist wirklich angenehm, mit Engeln zu sprechen und so. Aber das passiert bei mir nur in Kontakt mit Menschen, für die das sehr offenbar ist. Und wenn der Kontakt nicht da ist, ist das bei mir auch nicht da. Wie ist es bei dir mit so psychoaktiven Substanzen, wie es so schön heißt? Hast du da Erfahrung? Da scheint ja auch Schleusen aufzugehen und Ja, aber da irgendwelche. kann ich gar nichts zu sagen. Also, das war, ich hatte oft Kontakt mit Menschen, für die das wichtig war. Und mich hat es nie angezogen. Ich habe natürlich dann irgendwann mal probiert, was zu rauchen. Und mir ist nur todschlecht dabei geworden. Und das war's dann, ne? Aber witzig war, wenn ich mit Menschen zusammen war, die was genommen haben, geraucht haben und da so, und das waren natürlich auch mehrere, und ich war irgendwie auch richtig in der Gruppe, in dem Kreis drin, dann passierte das bei mir so, ohne dass ich selber irgendwas genommen habe. Das war einfach, ich konnte mich in die Atmosphäre, in das Gefühl einklinken, oder ich wurde einfach da mitgenommen und war Teil davon und vielleicht nicht so intensiv wie bei denen, die wirklich selber materiell so eine Substanz genommen haben, aber ich konnte mitschwimmen auf dieser Welle, auf der die geschwommen sind dann, wenigstens ein bisschen, und das hat mir total gereicht. Aber ich kann nichts dazu sagen, weil ich wirklich keine stärkeren Drogen genommen habe und eben, also bei mir hat es einfach nicht funktioniert. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, es ist nicht meine Sache, und nachdem er dann einmal so schlecht geworden ist wie noch nie im Leben, habe ich da total die Finger von gelassen, ne? Also das, ja, interessiert mich einfach nicht. Ja. Also du sprichst ja gerade so von deiner Empathiefähigkeit sozusagen, nicht? Also das aufzunehmen, wie andere, welche Schwingungen die aussenden und so. Also das ist ja im Prinzip das, wie Beziehungen funktionieren, vermute ich, ja. Also auch wenn sie einem nicht unbedingt so bewusst sind. Wie wichtig sind denn Beziehungen nach deiner Erfahrung? Wie wichtig. Also für mich ist eine Zweierbeziehung sehr wichtig, in der ich drin bin. Ich sehe das einfach als Lebensqualität an, ohne jetzt das Gefühl zu haben, das so zu brauchen. Also es gibt dann wieder Zeiten, wo ich Wochen und Monate alleine bin, und das ist auch schön und das genieße ich auch. Und schön ist halt, wenn man beides haben kann zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, ich finde zum Beispiel Körperkontakt ist eine ganz tolle Sache, ne? Jetzt mit und ohne Sex, unabhängig unbedingt davon sogar. Also das ist was Nährendes, was wirklich Schönes. Und ja, wenn Menschen sagen, es ist alles in dir und du hast doch alles, das mag auf einer Ebene stimmen, aber Körperkontakt mit mir selber kann ich nicht haben. Also das ist was anderes mit jemand anders. Und das ist für mich ein Hochgenuss, einfach nur Körperkontakt zu haben, ne? Und Beziehung ist eben dieses Vermischen, dieses, wenn man aufgibt, nur ich zu denken, sondern wenn auch das Denken mehr so auf ein Wir geht und was ist für uns jetzt gut, was ist stimmig für uns beide, oder wenn man in einer Gruppe ist für alle, was passt jetzt einfach? Nicht nur für mich, sondern überhaupt. Das finde ich was unheimlich Schönes. Das genieße ich, das habe ich gerne. Inwiefern ist denn Beziehung wichtig für Bewusstwerdung oder für Wachstum?
Also ich kann sagen, dass spirituelle Erlebnisse, die ich hatte, oft in Kontakt oder nach dem Kontakt mit spirituellen Lehrern oder Meistern waren. Also von daher finde ich den Kontakt schon sehr wichtig. Wobei man natürlich nicht, es gibt da kein Umzu, ne? Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt zu dem und dem Lehrer und dadurch passiert dann dies und das bei mir. Sondern man macht das einfach, weil man es gerne macht und weil es stimmt und dann passiert was oder passiert auch nichts. Also das Leben spielt in so vielen verschiedenen Variationen und Facetten. Man weiß es nicht, es ist immer anders. Trotzdem ist es, scheint es ein Muster bei mir zu sein. Das stimmt auch wieder, ne? Dass da ja was passieren kann. Und die Liebesbeziehung, wie erlebst du diese als Lehrer oder Meister auch? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich erlebe es vor allen Dingen, also vor allen Dingen erlebe ich da Dankbarkeit, dass es stimmig ist, dass es passiert, weil das ist nichts, was man machen kann. Also man kann versuchen irgendwie sie, aber das funktioniert alles nicht. Also das Glück, einen Menschen zu treffen, wo man sich einfach energetisch, ohne sich anstrengen zu müssen, wo man einfach relaxen kann und sich in diesem Relaxen mit dem anderen Menschen, bei dem das ähnlich oder genauso ist, wohlfühlt, ist einfach ein unheimliches Geschenk. Und ja, da, was soll ich sonst dazu sagen? Das ist einfach so groß und so schön und so viel, da kann man einfach nur dankbar für sein. Gibt es auch Kampf in eurer Beziehung? Es gibt Zeiten, wo man mehr auf Distanz geht, ne? Also das können Stunden sein, das können Tage sein. Aber ich weiß nicht, ob man das als Kampf bezeichnen kann. Also ist auf jeden Fall, wenn dann selten, dass da ein Kampf draus wird. Also grundsätzlich ist einfach das Gefühl, zusammenschwimmen, zusammen sein, harmonisieren. Das passiert, was für beide stimmig ist, was beide schön finden. Wie ist denn bei dir so dieses Verhältnis von Arbeit und Privatleben? Also bei mir ist es ja total vermischt, weil ich arbeite von zu Hause auf jeden Fall größtenteils. Manchmal bin ich auch unterwegs für Interviews oder für zu filmen, aber für mich fließt das ineinander. Ich trenne also jetzt nicht zwischen Zeit privat und Zeit für Jetzt TV, wo ich arbeite, sondern das fließt ineinander. Das eine und das andere, manchmal geht es parallel, der Computer macht was, ich mache was anders, ich schaue zwischendurch danach, manchmal sitze ich aber auch stundenlang ausgerichtet am Computer vor dem Videoschneideprogramm oder beantworte E-Mails oder was. Das fließt zusammen. Also da ist für mich ist da auch keine Trennung. Oder Feiertage oder sowas, oder Urlaub. Also das ist alles ein Fluss, der passiert und da gibt es keine Trennung. Du lebst ja zur Hälfte hier und also in Italien, ne, glaube ich, ist es, oder Ja, Deutschland, Italien und die andere Hälfte auf Gomera. auf Gomera, genau. Was hat dich da sozusagen dann hin verschlagen? Ist das eine Idee und das machen wir mal oder? Was mich hin verschlagen hat, ist einfach, die Insel hat mich angezogen. Ne? Sie ist also eine unheimlich schöne Insel, eine mystische Insel, von der Natur aus sehr schön und das Meer und dann natürlich das Klima. Aber ohne meine Beziehung weiß ich nicht, ob ich so viel und so oft da wäre. Aber das entspricht ja zum Zusammensein uns beiden da zu sein. Und ja, ist einfach ein schönes Leben. Und
Wenn ich schon so auf JetzTV und meine Arbeit ausgerichtet bin, dann ja, ist es doch toll, das zu machen. Wenn ich dann die kurze Zeit, wo ich was anderes mache, ist es auch toll, dort zu sein, in der Natur zu sein, zu wandern, an den Strand zu gehen, Sport zu machen. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt brauche. Also, wenn ich an einem anderen Platz wäre, wäre ich an einem anderen Platz. Okay, so what? Also. Ja, also du gehst sehr intuitiv durchs Leben, ja? Also lässt dich, spürst du in dich, wo es dich hinzieht und das ist eine Gabe, glaube ich, die wirklich auch nicht so verbreitet ist oft. Gibt es für dich etwas wie einen Wunsch für die Zukunft? Vielleicht einmal für dich persönlich und einmal so ein bisschen größer oder allgemeiner. Ja, also für mich persönlich habe ich ja schon angedeutet, also früher oder später, ich bin jetzt 62, wäre es also nicht schlecht, wenn jetzt TV weiter erblühen könnte in der Art, wie es jetzt ist, aber ohne meine viele Arbeit, also vielleicht mit weniger Arbeit von mir, dass also eben da vielleicht Menschen reinwachsen würden, die das in ähnlicher Form weitermachen oder zeitweise erstmal mit mir zusammen machen würden. Und ja, das wäre so persönlich ein Wunsch. Und allgemein wünsche ich mir eben, dass die Menschen wacher werden in Bezug auf das, was in der Welt passiert. Also ich finde es total unmöglich, dass jetzt für mich so eine Art Kriegshetze gegen Russland läuft. Ich finde es so abartig und so dumm und so unmöglich und so wenig in die Zeit passend, dass ja, ich verstehe es nicht, dass das passieren kann. Also, wie kann man nur dran denken, mit Russland, dass es Krieg geben könnte mit Russland, dass man ja. Das finde ich so unmöglich. Also da fehlen mir die Worte irgendwie. Also ich wünsche, dass die Menschen ein bisschen wacher werden den Medien gegenüber. Also ich kenne zum Beispiel in der Verwandtschaft herzliche Menschen, die offen sind und alles, aber die halt viel vom Fernsehen sitzen und von den Nachrichten und von dieser ganzen Politmache gegen Putin eingenommen sind, ne? Und die übernehmen das einfach irgendwann mal. Und das finde ich so schade. Also, ja, Krieg ist für mich der größte Wahnsinn, den es gibt auf der Welt. Und das nur in Betracht zu ziehen, also da Sachen zu machen, die Auseinandersetzung zwischen Völkern, in dem Fall mit Russland, in Reichweite bringen, wie das im Moment so passieren könnte. Ich hoffe, das Leben ist intelligenter und regelt das und es wendet sich wieder ganz anders. Aber ja, ich wünsche mir einfach, dass die Leute wacher werden und nicht so viel glauben und das nicht so ernst nehmen, die Nachrichten und sich auch anders informieren. Das passiert ja auch schon, ne? Das ist ja das Tolle am Internet, dass es auch andere Meinungen gibt und dass man sich auch anders informieren kann. Und sich da nicht so anstecken lassen kann, ne? Was ist dein Eindruck? Ist diese Szene, in der wir uns bewegen, die spirituelle oder etwas bewusstere Szene, sage ich mal, ist das marginal und es erscheint uns nur so hoffnungsvoll irgendwie? Oder also sieht das quasi in der Welt eigentlich ganz, ganz finster aus? Ist das realistisch, diese Appelle und diese Bilder, die die Menschen entwickeln, dass es jetzt den großen Bewusstseinsquantensprung gibt in eine neue Zeit? Und eigentlich steuern wir auf den Krieg zu. Nee, also das will ich nicht sagen, dass wir auf Krieg zusteuern. Also wie gesagt, ich vertraue dem Leben auch, dass es sehr intelligent ist und
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leben das will. Und in Bezug auf die spirituelle Szene ist das halt sehr differenziert. Einerseits die Menge der Menschen oder die Menschen, die sich auf jetzt Advaita und Non-Dualität ausrichten, ist sehr klein. Das sind Promille-Bereiche. Andererseits, die Yoga-Bewegung ist für mich eine ganz große Hoffnung, ne? Wie viele Menschen betreiben Yoga? Also in jeder kleinen Stadt gibt es ein Yoga-Zentrum. Und Yoga ist für mich Teil der Spiritualität. Und mögen die jetzt auch die Menschen Yoga beginnen, einfach um sich besser zu fühlen, um gesünder zu werden und so, aber das wirkt. Da bin ich sicher, das wirkt auch auf anderen Ebenen. Und ich sehe es auf Facebook, das ist ja fast, da gibt es ja kaum Grenzen, wie viele Menschen es da gibt, die in der Yoga-Szene drin sind. Also da passiert was. Auch viele, viele junge Menschen, die auch dadurch sehr gesund und vital sind, dass sie Yoga machen. Also es passiert was, natürlich, es passiert was. Und das stimmt dann wieder optimistisch oder das ergibt dann wieder ein ganz anderes Bild. Aber ja, wie es sich weiterentwickelt, ich finde das eigentlich das Tolle am Leben, dass man das nie wissen kann, dass es immer unvorhersehbar ist, dass das Leben ganz verrückte Wendungen nehmen kann und dass man sich eigentlich auch keine Gedanken machen soll. Einfach jetzt sein und jetzt leben und das genießen, was ist und das auskosten und so bewusst sein, wie es geht und was interessiert uns die Zukunft? Okay, das klingt ja schon nach einem guten Schluss. Ja, aber deine Fragen sind auch gut, du kannst auch weiterfragen. Naja, ich würde jetzt einfach nur noch mal fragen, wie du es ja sozusagen in deinen Interviews auch gerne tust, gibt es noch etwas, was du der Gemeinschaft mitteilen oder mit ihr teilen möchtest? Ja, also eigentlich diesen spirituellen Grundsatz, dass alles okay ist, so wie es ist. Und dass alles irgendwo seinen Sinn hat, ohne Sinn zu haben. Wie soll ich es ausdrücken? Es ist einfach, was ist. Und das Leben ist schön und das Leben ist voll und es passiert einfach. Und alles ist okay, auch wenn ich in welcher Situation auch immer. Und es gibt die Möglichkeit, immer bewusst mit irgendwas umzugehen. Und ist halt toll, wenn das passiert. Und wenn es nicht passiert, ist genauso okay. Das, ja, dann ist das eben Teil des Lebens. Dann muss man eben genießen, wenn es eben anders ist und wenn man sich down fühlt oder leer und oder ja, das ist einfach Teil des Lebens. Und das Leben fließt immer. Und was ist schon für immer? Also die Sachen verändern sich wieder. Und ich glaube, für jeden Menschen gibt es Sachen, die er als positiv und negativ einschätzt und wo er sich drüber freut und worüber er traurig ist, das ist ganz normal. Und ich beneide keinen, also keinen, der mehr Geld hat oder ich weiß nicht, der mehr Erfolg hat oder wobei ich Erfolg wahrscheinlich sowieso ganz anders definiere als die allermeisten. Also das Leben ist einfach so, wie es ist und passt da, ne? Und das reicht, und das ist gut, und das ist voll, und das ist schön. Ach toll, Devasitu. Ich danke dir, ja. Ja, bitte. Und Ich danke ja. dir. Okay. Also, Ja, wir sprechen ciao. uns gleich nochmal. Ja, alles Ja. klar. Gut, Ciao. ciao.